Für die vorliegenden Aufgaben wünschen wir euch und Ihnen Durchhaltevermögen, Ausdauer und viel Kraft. Wir begrüßen herzlichst unseren Minister für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Herrn Guntram Schneider. Nochmals von uns herzlich willkommen. Besonders möchten wir zwei Mitstreiter begrüßen, die uns immer in unserer Tätigkeit als Vertrauenspersonen für schwerbehinderte Menschen sehr unterstützen. Unser Willi Segerath und unser Kollegen Wolfgang Krause vom EBR. An euch ebenfalls ein herzliches Willkommen. In diesem Zusammenhang dürfen wir nicht unerwähnt lassen, Nils Bollweg von der IG Metall aus dem Ressort Arbeitsgestaltung und Gesundheitsschutz zu begrüßen. Auch dir, Nils, ein herzliches Willkommen. An der Durchführung unserer Konferenz sind ebenfalls unser Arbeitsdirektor Oliver Burkhardt und Frau Dr. Anja Berkenfeld aus dem Bereich Safety Hills durch ihren Bericht beteiligt. Einmal durch den Bericht des Vorstandes und zweitens durch den Bericht des koordinierenden Arbeitgeberbeauftragten für schwerbehinderte Menschen. An euch schon im Voraus ein Dankeschön und ein herzliches Willkommen. In unserer Mitte möchten wir die anwesenden Arbeitsdirektoren willkommen heißen. Wir freuen uns, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Im Aufwärmtraining befindet sich schon Frau Berit Luschweder aus dem Bereich Heels Expert Medical Center, die uns darstellen will, wie eine Aktivpause aussieht. Dieses kenne ich noch früher von meinem Training her, weitermachen ohne Belastung her. Auch Ihnen ein sportliches Willkommen. Bevor wir es noch vergessen, möchte ich die anwesenden KBA-Mitglieder und Benjamin Hübner von der KJAV recht herzlich begrüßen. Vom Integrationsunternehmen AFB möchte ich Herrn Paul Schwillack und Frau Monika Braun begrüßen. Vom Sozialverband VDK wird uns Frau Manuela Anacker einiges über die Inklusion in unserer Gesellschaft berichten. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Wegen eines kurzfristigen Aufenthalts lässt sich leider unser Vorstandsvorsitzender der ThyssenKrupp AG, Herr Dr. Heinrich Hiesinger, leider entschuldigen. Aber er wünscht uns für unsere Veranstaltung ein gutes Gelingen. Und alle Gäste, die wir nicht namentlich begrüßt haben, ihr und Sie seid natürlich genauso herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid und euch die Zeit für uns genommen habt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Gäste, wir, die Konzernschwerbehindertenvertretung, haben im Herbst 2014 das Gespräch zum Vorstand der ThyssenKrupp AG gesucht, mit dem Ziel, dass die Inklusion ein Teil der Unternehmenskultur wird. Uns hat es sehr gefreut, dass wir es gemeinsam mit dem Vorstand, dem Konzernbetriebsrat geschafft haben, innerhalb kürzester Zeit eine gemeinsame Erklärung zur Inklusion abzuschließen. Von uns, der Konzernschwerbehindertenvertretung, nochmals ein dickes Dankeschön an allen Beteiligten. Um uns alle ins Thema zu kriegen, wird Udo Petrak eine kleine Wegbetrachtung darstellen, die zur gemeinsamen Erklärung geführt hat. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich heute besonders, bei euch zu sein, als ich von der Konzernbehinderten
Schwerbehindertenvertretung gefragt wurde, ob ich ein Grußwort an euch halten würde, habe ich selbstverständlich sofort zugesagt, weil Guntram hat es in seinem Vortrag erwähnt, die Schwerbehindertenvertretung und somit auch die Konzernschwerbehindertenvertretung sind für mich eine wesentliche Säule der deutschen Mitbestimmung. Wie wichtig und richtig eure Arbeit ist, sieht man vor allen Dingen an unserer Inklusionsvereinbarung. Dieses Thema ist wohl allen hier im Raum ein großes Anliegen. Das hat man auch daran gesehen, in welcher kurzen Zeit diese Erklärung bei ThyssenKrupp verhandelt und erfolgreich abgeschlossen wurde. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Thema sollte nicht nur uns allen hier im Raum ein großes Anliegen sein, nein, es sollte für alle in unserer Gesellschaft ein großes Anliegen und ein großes Engagement sein und bleiben. Inklusion heißt wörtlich übersetzt Zugehörigkeit, also das Gegenteil von Ausgrenzung. Wenn jeder Mensch mit oder ohne Behinderung überall dabei sein kann, in der Schule, am Arbeitsplatz, im Wohnviertel, in der Freizeit, dann ist das gelungene Inklusion und das gilt auch gegenüber Flüchtlingen. In einer inklusiven Gesellschaft ist es normal, verschieden zu sein. Jeder ist willkommen und davon profitieren wir alle, zum Beispiel durch den Abbau von Hürden, damit die Umwelt für alle zugänglich wird, aber auch durch weniger Barrieren in den Köpfen, mehr Offenheit, Toleranz und ein besseres Miteinander. Das klingt gut, oder? Leider ist das bei Weitem noch keine Realität. Daher ist es unsere aller Aufgabe, Sorge dafür zu tragen, dass Inklusion gelebt wird. Bei ThyssenKrupp haben wir bereits sehr gute Ansätze. An vielen Standorten bei ThyssenKrupp haben wir zum Beispiel schon barrierefreie Zugänge zu Ausbildungszentren und Verwaltung. Auch das neue Ausbildungszentrum bei Industrial Solution in Beckum ist zum Beispiel behindertengerecht gebaut worden. Ich bin selbstverständlich gerne am heutigen Vormittag nach Essen gekommen, weil ich weiß, dass das Thema Inklusion wie andere Themen auch beim Vorstand, bei den Arbeitnehmervertretungen der ThyssenKrupp AG sehr gut aufgehoben sind. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, soweit ich den Überblick habe, ist ThyssenKrupp das erste Unternehmen, das in einer sehr umfangreichen Erklärung zum Thema Inklusion Stellung nimmt und in diesem Zusammenhang auch sehr konsequent innerbetriebliche Vorgänge und Vorhaben anspricht. Es geht also nicht um eine allgemeine Erklärung, die nur verbalen Charakter hat, über die man sehr unterschiedlich denken kann, sondern es geht um konkrete Maßnahmen in diesem sehr großen Unternehmen. Das Thema Inklusion ist in den letzten Monaten, ja Jahren, in der Öffentlichkeit eigentlich nur diskutiert worden vor dem Hintergrund der Schulpolitik. Dies ist auch sehr richtig, allerdings ist dies unzureichend.
böse Zungen sagen, dass die Schulpolitik auch beim Thema Inklusion im Mittelpunkt steht, hat auch mit der Herkunft, mit der Ausbildung von Politikern zu tun. Ich will das mal beiseite lassen. Im politischen Bereich ist Inklusion in der Schule sicherlich von herausragender Bedeutung, aber Inklusion geht eigentlich viel weiter. Inklusion ist auch nicht nur ein behindertenpolitisches Thema. Die UNO-Konvention, die von der Bundesrepublik Deutschland ratifiziert worden ist, es handelt sich also um geltendes Recht, leitet so etwas wie ein Paradigmenwechsel ein. Hier wird auch in der Behindertenpolitik, werden die Dinge von den Füßen auf den Kopf gestellt, um es mal so zu sagen. Integration, das beinhaltet eigentlich, dass Menschen mit Handicaps sich so anpassen sollten, dass sie ihren Platz in der Gesellschaft, auch in der Arbeitswelt finden. Inklusion beinhaltet genau das Gegenteil. Die Gesellschaft muss in all ihren Bereichen, das ist das Ziel, so beschaffen sein, dass Menschen unabhängig von ihrer körperlichen Verfassung, unabhängig von ihrer Herkunft, unabhängig von ihren Ethnien, einen Platz in der Gesellschaft finden und dort Teilhabe haben. Also genau die Umkehrung von dem, was in den letzten Jahrzehnten praktiziert worden ist, beinhaltet diese Begrifflichkeit der Inklusion. Man kann schon sagen, zu Ende gedacht, handelt es sich bei diesem Thema um eine kleine Kulturrevolution, um einen gesellschaftspolitischen Entwurf. Und die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat als erste Landesregierung auf dieses Thema reagiert und einen umfangreichen Plan zur Realisierung der Inklusion vorgelegt. Dieser Plan beinhaltet über 200 Einzelmaßnahmen. An 150 wird im Moment gearbeitet. Und wir waren der Auffassung, dieser Plan sollte bis zum Jahre 2020 realisiert werden. Im Nachhinein sage ich sehr selbstkritisch, wir haben ja einen Fehler begangen. Ich bin zunehmend davon überzeugt, dass das Thema Inklusion keinen Endpunkt kennt. Inklusion wird eine dauernde Aufgabe in der Gesellschaft und in den Unternehmen sein. Heute steht hier das Thema Arbeit und die Bereitstellung adäquater Arbeit für Menschen mit Handicaps ganz oben auf der Agenda. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass ihr diesen Weg gegangen seid, weil gesellschaftliche Teilhabe ohne Teilhabe an der Erwerbsarbeit kaum möglich ist. Insbesondere in einer Arbeitsgesellschaft gibt es hier sehr enge Zusammenhänge. Menschen, die von Erwerbsarbeit ausgeschlossen sind, können kaum gesellschaftliche Teilhabe für sich in Anspruch nehmen. Deshalb ist dieses Element Arbeit so wichtig. Deshalb sollte man auch nicht davon absehen, hier in einem sehr breiten Maße Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Es geht nicht nur darum, dass in einzelnen Unternehmen Gutes getan wird. Nein, man muss auch darüber sprechen. Genauso wichtig wie das Thema Arbeit ist das Thema Ausbildung. Wir müssen dafür sorgen, dass junge Menschen mit einem Handicap auch eine Berufsausbildung durchlaufen können. Die Landesregierung stellt hier viele finanzielle Möglichkeiten und Förderungen zur Verfügung. Die Praxis zeigt, es geht. Wenn die Bedingungen stimmen,
können wir auch sehr viele Menschen, junge Menschen mit Behinderungen, zum Berufsabschluss führen. Und angesichts der demografischen Entwicklung ist ja da gerade dieses Element sehr wichtig. Wir werden zukünftig jedes Talent benötigen, jedes Talent, das auch bei Menschen mit Behinderungen schlummert. Wir müssen sie beruflich fördern und einbeziehen, gerade in die innerbetriebliche Personalpolitik und Personalentwicklung. Wenn ich zum Thema Arbeit noch eins sagen darf, dann bezieht sich dies auf die Integrationsunternehmen. Thomas Schlenz ist unter uns. Der hat mir, als ich Minister wurde, sehr eindrucksvoll gezeigt, was in einigen Unternehmen der ThyssenKrupp-Gruppe an Integrationsunternehmen, Integrationsabteilungen schon auf den Weg gebracht worden ist. Wir müssen diesen Weg weitergehen. Wir haben zwischenzeitlich in Nordrhein-Westfalen 64.000 Menschen mit Behinderungen in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Eine unglaubliche Zahl, die sich noch steigern wird, denken wir an das erhebliche Ansteigen der psychischen Erkrankung. Dies ist auf Dauer nicht akzeptabel, weil ja diese Werkstätten ursprünglich nur gedacht waren, quasi als Durchlauferhitzer, um Menschen fit zu machen für den ersten Arbeitsmarkt. Nun wird dies nicht gelingen, aus vielerlei Gründen. So viele Aufnahmemöglichkeiten bietet der erste Arbeitsmarkt überhaupt nicht an. Aber ich denke, wir müssen ein steiles Ansteigen der Anzahl der Menschen, die in Werkstätten beschäftigt sind, stoppen über Integrationsunternehmen. Und die funktionieren, wenn sie ordentlich strukturiert sind. Integrationsunternehmen, das sind Unternehmen, in denen Menschen, die ein Handicap haben, mit anderen zusammenarbeiten. Und natürlich geht es hier auch sehr individuell zu fördern. Aber letztendlich müssen diese Integrationsunternehmen profitabel sein. Dazu gibt es keine Alternative. Und dies geht auch, wie viele Beispiele zeigen. Ich will euch ein ganz einfaches Beispiel mal benennen. Wenn ihr eine neue Waschmaschine kauft, kauft immer nur Miele, das sind die besten der Welt. Das will ich aber hier gar nicht verkünden, sondern die Miele-Waschmaschine zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass da ein Silberreif um das runde Loch herum ist. Leider nicht mehr aus Stahlblech, sondern da herrschen andere Werkstoffe vor. Dieser Reif wird in einem Integrationsunternehmen gefertigt, mit großem wirtschaftlichen Erfolg. Die tragen sich selbst, erarbeiten sogar Überschüsse, mit denen sie zumindest teilweise die notwendigen Investitionen finanzieren können. Vieles wird auch über die Landschaftsverbände dann sichergestellt, in diesem Fall über den von Westfalen. Also ein ganz einfaches Beispiel dafür, das aufzeigt, Menschen mit Handicaps können durchaus ihren Platz auch in der unmittelbaren Produktion auf dem ersten Arbeitsmarkt einnehmen, wenn die Bedingungen hierfür vorhanden sind und die Arbeitsplätze entsprechend gestaltet sind. Verehrte Anwesende, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein weiterer Punkt, den ich benennen möchte, ist das Thema Barrierefreiheit. Hier gibt es gerade im öffentlichen Raum noch sehr viel zu tun. Viele Dinge, die Barrierefreiheit ausschließen, haben nicht etwas mit überhöhten Kosten für die Beseitigung von Barrieren zu tun, sondern mit Gedankenlosigkeit. Und das zeigt auch immer wieder auf, Barrierefreiheit beginnt eigentlich im Kopf und nicht auf irgendeiner Baustelle oder sonst wo. Gesellschaftliche Teilhabe, von der ich eben sprach,
ist natürlich ohne Barrierefreiheit kaum zu denken. Barrierefreiheit ist genauso Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe, für die Mitwirkungsmöglichkeiten der Menschen mit Behinderungen. Und hier geht es nicht nur um Organisationen wie den VDK, der ja noch zu Worte kommen wird, sondern hier geht es vor allem um die Schwerbehindertenvertretungen in den Unternehmen. Ich glaube, perspektivisch benötigen diese Schwerbehindertenunternehmen Vertretungen nicht weniger Rechte, sondern mehr Einflussmöglichkeiten. Dies ist keine Absage oder gar eine negative Äußerung gegenüber der sozialen Partnerschaft in einem Unternehmen. Nein, dies ist der Praxis geschuldet und so, wie wir sie in vielen Betrieben kennen. Also wir haben auch hier eine Baustelle, die dringend vom Gesetzgeber, in diesem Fall dem Gesetzgeber in Berlin, geschlossen werden muss. Verehrte Anwesende, ich sprach eben von der demografischen Entwicklung. Ich glaube, in diesem Zusammenhang ist die alternsgerechte, nicht altersgerechte, alternsgerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen von außerordentlicher Wichtigkeit. Alterung im Leben des Einzelnen ist auch ein Prozess. Und die Arbeitsplätze müssen sich diesem Prozess anschließen, müssen sich immer wieder daran messen lassen, ob unterschiedliche Leistungskurven über die Gestaltung von Arbeitsplätzen auch gehoben werden, auch berücksichtigt werden. Im Übrigen, ältere Menschen sind genauso leistungsfähig und leistungsbereit wie jüngere. Leider ist dies in den Köpfen vieler Verantwortungsträger noch nicht angekommen. Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste, auch ich begrüße euch hier im ThyssenKrupp-Quartier. Im Spätsommer 2014 hat die KSBV das Thema Inklusion aufgegriffen. Um das Thema mit dem richtigen Schwung an den Start zu bringen, braucht es allerdings auch eine Grundlage. Um aber eine Grundlage zu erstellen, werden Fakten benötigt. Wenn wir nun nach Fakten suchen, sollten wir wissen, wonach wir suchen. Die KSBV hat sich darüber Gedanken gemacht und hat beschlossen, bevor wir woanders suchen, schauen wir mal in unseren eigenen Konzern. Kolleginnen und Kollegen, was soll ich sagen? Wir sind fündig geworden. Aber nicht ein- oder zweimal. Wir waren überrascht, was bei ThyssenKrupp schon alles gemacht wird. Problem, wer kennt denn nun diese Fakten bzw. Best-Practice-Beispiele? Wie bekommt man diese Best-Practice-Beispiele in dieses Konstrukt ThyssenKrupp mit seinen vielen Standorten? Das Ganze auch noch in einer Form, dass es einheitlich ist und jeder versteht. Die beste Möglichkeit, dieses nun umzusetzen, war wie immer eine einfache. Wir machten einen Aktionsplan, der bereits im Oktober 2014 hier in unserer Vollkonferenz dem Personalvorstand Oliver Burkhardt übergeben werden konnte. Damit hatten wir ein Etappenziel erreicht. Der Vorstand wurde für das Thema Inklusion sensibilisiert. Um nun aber das Thema Inklusion im Konzern richtig zu bearbeiten, brauchten wir eine Regelung zu diesem Thema. Die KSBV und Oliver Burkhardt haben sich in die Augen geschaut und ganz offen darüber diskutiert, sozusagen auf Augenhöhe. Dieser Begriff wird oft missbraucht, in diesem Falle ganz sicher nicht. Herr Burkhardt sicherte der KSBV seine Unterstützung zu. Wir haben die Unterstützung natürlich sofort in Anspruch genommen. Ende November 2014 haben wir uns einen Rechtsbeistand geholt und haben begonnen, eine Regelung auf das Papier zu bringen. Was sollen wir sagen? Das Thema brannte uns ja regelrecht unter den Fingern.
Innerhalb von 2 Tagen war ein verhandlungsfähiger Entwurf fertig. Mitte Dezember 2014 kam es dann schon zur ersten Verhandlungsrunde. Das war ja keine. Wir haben den Entwurf vorgestellt, haben uns ausgetauscht und die Chemie zwischen den Parteien stimmte auch. Wir haben uns dann bis in den April 2015 immer wieder mal Entwürfe zukommen lassen, uns getroffen, bis wir dann am 8. April 2015 die finale Entscheidung getroffen haben und alle der Meinung waren, das ist es. Verhandlungspartnern, Frau Niebling und Herrn Westphal bedanken. Es waren harte, aber faire Verhandlungen und immer auf Augenhöhe. Es stand immer die Sache im Vordergrund und man hatte nie das Gefühl, über den Tisch gezogen zu werden. Vielmehr wurden in Diskussionen Wege gesucht, wie wir bestimmte Themen der Inklusion für beide Seiten vertretbar festschreiben konnten. Aber immer mit dem Ziel, Inklusion erlebbar zu machen, innerhalb des ThyssenKrupp-Konzerns. Denn das war ja das Ziel der Schwerbehindertenvertreter des Konzerns und somit der Verhandlungsauftrag für die KSBV. Im April 2015 ging der Entwurf in den KBR und diese Erklärung zur Inklusion wurde in der KBR-Sitzung im Mai einstimmig von Seiten des KBR verabschiedet. Im Klartext, innerhalb von nur 9 Monaten wurde das Thema Inklusion bei ThyssenKrupp in eine Form gebracht, die sowohl vom Vorstand als auch von allen Mitbestimmungsgremien getragen wird. Nochmals vielen Dank dafür. Wir denken, das zeigt allen Beteiligten, wie wichtig dieses Thema ist. Wir behaupten heute hier, der Vorstand von ThyssenKrupp, die Arbeitnehmervertreter, die SBVs, alle stehen zu diesem Thema und wollen an der Umsetzung arbeiten. Wie wir das machen wollen, kommt später, aber wir werden darauf noch eingehen. Uns interessiert aber jetzt, wie steht die Politik dazu? Udo, vielen Dank für deine Wegbetrachtung zur gemeinsamen Erklärung zur Inklusion. Bevor wir allerdings die ersten Grußworte starten, möchte ich nur kurz den Hinweis geben, dass es in manchen Situationen besser ist, sein Handy auf lautlos zu stellen. Unsere Konzernvertrauensperson für schwerbehinderte Menschen, Udo Petrak, sowie der Arbeitsrektor Oliver Burkert und Frau Dr. Anja Berkenfeld, koordinierende Arbeitgeberbeauftragte für schwerbehinderte Menschen, mit ihren Berichten einsteigen, freue ich mich schon vorab, die Gastrede anzukündigen. Das erste Grußwort wird der Minister für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Herr Guntram Schneider, an uns richten. Danach wird der KBR-Vorsitzende Willi Segerath, unser EBR-Vorsitzender Wolfgang Krause und Nils Bollwig von der IG Metall ihre Grußworte an uns richten. Im Anschluss steigen wir dann in die Berichte ein. Udo Petrak wird als erster seinen Bericht geben. Danach wird Oliver Burkert zusammen mit Frau Dr. Anja Berkenfeld uns ihre Berichte darstellen. Nach der durchgeführten Aktivpause, ich hoffe, ihr nehmt alle daran teil, kommen wir zu der Preisverleihung. Die Preisverleihung, bitte? Wir müssen teilen. Nach der durchgeführten Aktivpause, ich hoffe, ihr habt alle daran teilgenommen, wird jetzt soweit zu einer Preisverleihung kommen. Bringt mich durcheinander.